Grüß Gott, lieber Zuhörer, zu einer weiteren Folge Rauchopfer. Ja, auch heute soll es um eine Pfeife und um einen Pfeifentabak gehen. Und die sind sogar heute kompatibel, zumindest im Namen. Denn es geht heute um den Rattray's Marlin Flake. Ja, ein wahrscheinlich schon sehr bekannter Flake. Und es geht um eine Red Race Pfeife, und zwar aus der Serie The Good Deal. Ja, ein richtig guter Deal, ein richtig, richtig gutes Geschäft. Was sind das für Pfeifen? Die The Good Deal Pfeifen von Red Race sind Pfeifen, wo die Köpfe nicht ganz den Qualitätsanforderungen entsprechen. Ich weiß nicht, ob sie da Macken hatten, Einschlüsse oder Fehlstellen, keine Ahnung, irgendwas wird gewesen sein und deswegen wurden sie sozusagen zu Pfeifen zweiten Grades degradiert. Genau, und die Pfeife, die ich heute rauche, ist die im Shape 129. Es ist eine typische Bulldog oder Rhodesian und genau. Doch kommen wir mal zum Tabak. Ja, der Marlin Flake. Was ist drin zu finden? Ja, Tabakanteile sind Black Cavendish, Perique aus Louisiana und Virginia. Wenn man das jetzt nun so hört, denkt man erstmal, okay, also das ist ja nichts Besonderes. Vor allem, dass da Black Cavendish drin ist, den viele Leute oder auch viele Pfeifenraucher immer noch mit besonderer Milde in einen Topf werfen. Wollen wir mal schauen, wie es aussieht, wenn wir den Tabak anzünden. Bleibt der denn da so mild? Das ist eine gute Frage. Wollen wir mal reinschauen. Wenn wir in die Dose reinriechen, dann ist er, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, seinem Bruder, dem Hell of the Wind, nicht ganz unähnlich. Ja? Also er hat ganz, ganz starke Trockenobstaromen, auch das Rosinige kommt raus. Also, wenn man zuerst reinschnuppert, denkt man, oh, habe ich gerade zur falschen Dose gegriffen, habe ich gerade den anderen rausgezogen. Nein, aber er hat wirklich recht süße Aromen. Und man denkt erstmal, okay, was ist da jetzt anders? Geht man noch ein bisschen näher hin oder nimmt man wirklich einen tiefen Zug, dann merkt man aber, aha, da ist noch so ein bisschen, da steckt auch noch Schwarzbrot hinter. Also da ist wirklich noch so eine Tiefe. Und ich meine wirklich dieses Schwarzbrot, das schon, wie soll ich sagen, so einen halbnassen Charakter hat, ja. Also richtig kernig, richtig, richtig kornig, richtig malzig. Das hängt auch noch drin. Also nur wenn man mit der Nase quasi rangeht. Nun, wenn wir den Flake jetzt stopfen, also ich habe ihn in die Pfeife mit der Knick- und Faltmethode eingebracht. Hab dann noch so ein halbes Flakescheibchen genommen und hab's aufgerubbelt, quasi so als Zunder. Wir nehmen den Tabak in Brand, dann merkt man aber ganz, ganz schnell, okay, der ist nicht so wie sein Bruder, sondern der geht in eine ganz andere Richtung. Zuerst mal, bevor ich jetzt noch in die Raucharomen gehe, muss ich sagen, der Flake. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Es ist jetzt auch, also es ist kein Dauerbrenner, dieser Tabak bei mir. Auf jeden Fall ist dieser Flake bei mir pitschepatsche nass, ja. Wenn man diese wirklich hauchdünn geschnittenen Flakescheibchen in der Hand hat, dieses Gefühl, das ist schon wie so speckiger Kuchen oder Brownies. Also das ist schon ziemlich nass. Ich lasse den auch wirklich, ich habe den jetzt vor dem Rauchen, habe ich ihn 30 bis 40 Minuten tatsächlich draußen liegen lassen und trotzdem hat man dann noch immer noch eine gute Feuchte gemerkt. Wohlgemerkt, also sollte man auf jeden Fall, oder ich mache das auf jeden Fall, dass ich ihn vorher rauslege. So, jetzt bringen wir mal Feuer an den Tabak. Was passiert dann? Also zuerst muss ich sagen, ich spüre hier ganz, 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 ganz deutlich den Perique. Und der Perique ist hier auch wirklich, ja, wie soll ich sagen, mit ordentlich Wumms. Ja, da geht was, würde ich sagen, ja. Er kitzelt tatsächlich im Mundraum, er kitzelt auch in der Nase. Und die ersten Aromen sind wirklich eher erdig, ja, würzig.
Ich würde nicht sagen, dass sie zigarrig sind, also dass sie in die Zigarrenrichtung gehen, weil es ist wirklich sehr schwer, Pfeifentabak und Zigarrentabak in einem Zug, in einem Zug zu nennen. Das ist wirklich schwer. Deswegen würde ich es nicht, aber es geht schon wirklich eher in diese Richtung, würde ich sagen. Also es hat schon ordentlich Wumms, es hat Kraft im Sinne vom Nikotin, aber auch von der Würze. Also und am Anfang, wie gesagt, erdig, holzig. Und würzig. Ab der Mitte der Pfeife bekommt er noch ein bisschen, ich würde sagen, mehr Charakter. Weil am Anfang ist es wirklich so, wo man sich auch denkt, ja, okay, muss das jetzt noch, vor allem bei einem mittleren Füllvolumen, muss das jetzt wirklich noch 2,5 Stunden genauso weitergehen. Also da fände ich ihn schon ein wenig aggressiv. Nee, er bekommt noch so eine gewisse Tiefe. Die Erdigkeit verschwindet ein bisschen. Das Brotige. Und ich würde sagen, das Herzhafte, also wirklich so fa schon fast was Brühiges, tritt in den Vordergrund. Es wird ganz, ganz interessant. Es bleibt wirklich so, wie soll ich sagen, es bleibt herzhaft, ja. Es geht nie in die mega Süße. Also ich habe schon oft, oft, oft gelesen, dass Leute diesem Tabak eine gewisse Süße zuschreiben. Ich finde es nicht. Ich kann sie so am Anfang und auch in der Mitte kann ich diese Süße nicht finden. Es bekommt für mich so ein Schwarzbrotcharakter, es bekommt für mich so einen Charakter von, ja, wie angeröstetes Brot, vielleicht auch so eine gewisse Buttrigkeit, ja. Aber Süße bis zur Mitte hin überhaupt nicht. Nun im letzten Drittel der Pfeife könnte ich vielleicht irgendwo bei manchem mitgehen, der da eine Süße entdecken möchte. Und zwar muss ich sagen, der bekommt eine gewisse Lakritz-Salmiak-Note. Und da könnte man durchaus etwas Süße hineininterpretieren. Aber jetzt nicht so eine typische, oh mein Gott, ich habe einen sehr, sehr süßen, sehr zuckerhaltigen Virginia. Empfinde ich überhaupt nicht so, sondern wirklich so auch schon wieder eine würzige Süße, ja, die das Ganze eher mitträgt, ja, anstatt da jetzt irgendwie den Ton anzugeben, zu sagen, oh, hallo, hier bin ich. Genau, das hält sich dann auch bis zum Schluss durch. Der Tabak lässt sich auch wirklich gut rauchen, muss man sagen, aufgrund seiner Feuchte. Also er brennt super ab, er brennt super durch. Ich habe tatsächlich für diese Pfeife, gut, ich bin auch ein Langsamraucher, aber ich habe für diese Pfeife über 2 Stunden gebraucht. Ich muss sagen, es war auch recht spät, aber ich habe gedacht, ach komm, rauchst du mal wieder den Marlin Flake. Es war mir gestern Abend, muss ich sagen, auch ein Ticken zu viel. Also mir wurde jetzt nicht schlecht oder so. Also ihr wisst ja, ich rauche Zigarren und da auch gerne mal die stärkeren Exemplare. Also mit den Ohren werde ich nicht schlackern, aber ich muss schon sagen, am Ende war es dann doch ein wenig ein Kampf. Ich muss auch sagen, wenn ich eine Pfeife rauche, entscheide ich mich ja häufig bewusst dafür. Und da muss ich sagen, da müssen solche Hämmer nicht sein. Ich finde den Marlin Flake auch schon sehr stark. Und vor allem muss ich auch sagen, nicht nur dieses Würzige, was dann wirklich auch im Mund bleibt, in der Nase bleibt, die ganze Palette in Beschlag nimmt, er ist auch wirklich nikotinstark. Hätte ich da abends jetzt nichts mehr gegessen? Ja, ich habe vorher noch schön Vesperbrot gegessen, also das war eine Grundlage da. Aber hätte ich das nicht getan, das ist auch so ein typischer Tabak, da könnte einem auch schlecht werden. Ja, also ich brauche da schon eine gewisse Grundlage. Er ist gut. Ich will diesen Tabak jetzt irgendwie überhaupt nicht schmähen. Es ist ein wirklich leckerer Tabak. Aber für mich persönlich wird sowas niemals zu einem All-Day-Smoke werden. Es ist einfach zu schwer, zu belastend so. Das ist ich würde es am besten vergleichen. Manchmal riecht man auch besonders schwere Parfums bei Leuten, ja, wo man denkt, oh, sehr interessant, hat sehr gut gerochen. Möchte ich den ganzen Tag mit dieser Person in einem Raum verbringen? Auf keinen Fall, ja. Und so würde ich das ein bisschen mit dem Red Race Marlin Flake halten. Er ist ab und zu mal wirklich in Ordnung und auch sehr, sehr lecker und auch qualitativ sehr, sehr gut. Vor allem mir gefällt, zumindest ist es jetzt bei der Dose hier, mir gefällt die Schnittbreite. Sind wirklich sehr, sehr dünn geschnittene Flake-Stückchen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, das hat so richtig was Hauchdünnes. Aber es ist definitiv nichts, was ich permanent brauche oder mir irgendwie gleich morgens in die Pfeife stopfen könnte.
Nichtsdestotrotz ist es ein guter, ist ein guter Flake, ist es ein guter Tabak. Es ist auch eine interessante Zusammensetzung. Und bei 50 Gramm 10,90 € kann man eigentlich auch nichts sagen. Ne? Finde ich. Also, wie gesagt, wer es ein bisschen kawummig mag, wer ein bisschen Leistung braucht, wer ein bisschen Tinte auf dem Füller braucht, ja, der kann sich gerne mal den Marlin Flake holen. Wer eher sagt, boah, ich fühle mich in der dänischen Richtung zu Hause oder allgemein muss ja nicht nur die dänische Richtung sein, sondern wirklich, ich fühle mich bei den Leichten zu Hause. Nehmen wir mal ein Beispiel, also unser exklusiv Number One von Pöschel. Das sind Meilen dazwischen. Ich sag mal, was die Aromenstärke und was die Nikotinstärke angeht. Das sollte davon wirklich die Finger lassen. Also wer sich da eher zu Hause fühlt und sagt, ich mag leichte Tabake, der sollte vom Marlin Flake wirklich die Finger lassen. Oder, keine Ahnung, wenn das was mit Erfahrung zu tun hat, erstmal ein paar Monate, ein paar Jährchen vielleicht ins Land ziehen lassen und sich dann mal so einen Marlin Flake gönnen. Am besten nach einem schönen Essen. Schweres Getränk, ich weiß nicht, ich denke da vielleicht an Ostfriesentee oder einen tiefen, dunklen, süßlichen Rum. Das könnte gut zusammenpassen. Wenn ihr eine gute Meinung zum Marlin Flake habt, vielleicht ist er euer Lieblingstabak, dann dürft ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich das Review hier beenden. Ich würde euch einen schönen guten Morgen, schönen guten Mittag oder schönen guten Abend wünschen, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und ganz, ganz wichtig, Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.